Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, vor einer Woche stellten wir die Parson Russell Mischlingshündin Daisy vor, die genau wie der heutige Leopold vor einiger Zeit vom Veterinäramt in den Tierschutz eingewiesen wurde. Daisy hatte schnell Glück. Ihre neuen Menschenfreunde haben sie in unserem Beitrag gesehen und sich gleich in sie verliebt. Nun wird sie ihr neues Hundemenschrudel genießen können. Genauso schön wäre es natürlich für den sensiblen Leopold, wenn ihn heute seine richtigen Menschen entdecken würden. Wie genau die ins Tierheim eingewiesenen Parson Russell Mischlinge vorher gelebt haben, weiß niemand. Nachdem der Besitzer verstorben war, übergab das Veterinäramt mehrere der Hunde dem Tierschutz. Wahrscheinlich haben die sehr lieben, aber etwas ängstlichen Hündchen kein artgerechtes Hundeleben kennengelernt. Leopold ist ungefähr 2 Jahre alt und ein richtiges Sensibelchen, sagt die ehrenamtliche Tierheim-Mitarbeiterin Uschi Wassermann, die sich sehr um das Hündchen bemüht. Schnell hat er sich an seine Retterin gebunden und weicht ihr nicht von der Seite, wenn sie mit ihm Gassi geht. Leopold läuft gut an der Leine und verfolgt alle Bewegungen seiner Bezugspersonen, um ihr zu gefallen. Oft setzt sich Uschi Wassermann mit in seinen Hundeauslauf zum Schmusen oder sie bringt ihm einige Dinge bei. Denn gelernt hat Leopold in seinem Leben noch nichts. Da Parson Russells aber ganz gelehrige, nette Hunde sind, wird es nicht schwer sein für Leopold, seine neue Welt zu begreifen. Das Hündchen wird glücklich sein, wenn ihm Menschenfreunde beständige Sicherheit und Liebe schenken. Leopolds neues Zuhause sollte eher ruhig sein, da ihn Hektik und Lärm ängstigen. Eine Einzelperson, ein Ehepaar, eine Familie mit älteren Kindern, die dem Hund die Sicherheit geben können, wären gut für ihn. Er braucht eine enge Bindung zu seinem neuen Rudel und soll auf keinen Fall ein Hofhund werden. Für junge Menschen, die den ganzen Tag an der Arbeit sind, wäre Leopold nicht der richtige Hund. Interessenten können sich gerne in der Archimoa von Uschi Wassermann beraten lassen, denn sie weiß schon sehr gut, was der liebe Leopold braucht. Sinnvoll wäre das Vereinbaren eines Termins, denn Uschi Wassermann ist ehrenamtliche Helferin und somit nicht ständig im Tierheim anzutreffen.